Hi, ja, ich wollte mich mal versuchen an einem klitzekleinen Get Ready With Me. Nicht auf meine nassen Haare achten, ich komme praktisch gerade aus der Dusche. Und weil ich aber nicht mehr wirklich großartig weggehe, ich gehe gleich nur meine Nachbarn noch mal kurz besuchen. Und da habe ich gesagt, da kann ich mich ja mal schnell mit euch ein bisschen fertig machen. Wie gesagt, also es wird jetzt nichts furchtbar Aufregendes oder so. Und entschuldigt bitte die Lichtverhältnisse, aber da wir seit gestern die Uhren umgestellt haben, ist es jetzt 5:30 und es ist schon praktisch stockdunkel draußen. Und ich kann hier total von meinem Fenster aus den Mond sehen. Das sieht sehr faszinierend aus da draußen. Anyway, wie gesagt, da ich nicht irgendwie großartig weggehe oder so, habe ich als Base diesen LA Colors Jumbo Eye Pencil in Seashell schon mal aufgetragen. Und wie gesagt, es ist ein einfaches mattes Weiß. Und ich habe gedacht, ich kann ja mal hier mit einer meiner Billigpaletten rumspielen. Und mit dieser hier. Und überlege gerade, welche Farbe man da so nehmen könnte. Und nehmen wir mal was nicht ganz so Spektakuläres. Ich werde mich mal an diesem Grün da versuchen. Das ist ein sehr helles Lime Green, würde ich sagen. Da ich mich jetzt nicht über hier die Kamera schminken kann, hoffe ich, könnt ihr irgendwas sehen. Ich versuche den Spiegel nicht so derbe ins Bild zu halten. Und ich hatte ja schon vermutet, dass die, obwohl die sehr, sehr, sehr eigentlich billig sind, diese lustigen Paletten, dass die mit einer vernünftigen Base oder so, dass das dann am Ende gar nicht so schlecht aussieht eigentlich. Und befürchte fast, ich habe recht. Also, Lose. Ich weiß, wie gesagt, die Lichtverhältnisse sind jetzt nicht so ganz so spektakulär. Aber achtet uns nicht auf mein furchtbar aufgeräumtes Badezimmer. Mir wird jetzt schon schlecht, wenn ich daran denke, dass ich in den nächsten Monaten umziehe. Und dass ich dann das alles in Kisten packen muss. Das wird nicht so schön. Aber naja. So, also ich habe das jetzt. Wie gesagt, das sind so ein bisschen sehr krümelige Lidschatten. Deswegen muss man da so ein bisschen aufpassen. Ich habe das also so aufgetupft in der Lidfalte, auf dem beweglichen Lid. Und nehme jetzt in die Lidfalte, was können wir mal nehmen? Hätte ich mal das hier, das ist so ein Mittelblau, würde ich sagen. Ach so, für den Lidschatten gerade, das war übrigens ein Sigma E55, so ein ganz normaler Eye-Shading-Brush. Und jetzt habe ich die Bedelium Tools 781. Und gebe das halt dann. Könnt ihr was sehen? Gebe das dann halt hier so in die Lidfalte praktisch rein, dass das halt hinterher, weil ich so ein bisschen Schlupflider habe, damit man dann von dem lustigen Blau auch was sieht. Und gehe dann hier vorne fast bis ganz nach vorne rein. Einfach weil ich das schön finde,
ich mag das an mir halt sehr gerne, diese Lidschattenform. Ich mag das auch lieber, wenn das rund ist bei mir halt und nicht so katzenaugenmäßig. Das finde ich an mir einfach nicht so schön. Ich finde das halt schöner bei mir, wenn das rund ist. Ich habe das Gefühl, das passt halt besser zu meiner Augenform und zu meiner Gesichtsform irgendwie. Kann auch alles Einbildung sein, man weiß das ja nicht. So, dann, da ich jetzt nur die beiden Pinsel hier mit mir mitgebracht habe, nehme ich jetzt dieses fiese Highlight, das ist ein bisschen sehr schimmrig, nehme ich hier meine Marilyn Luminizer, die ich im Moment sehr gerne benutze, gehe da mit dem Pinsel einfach so ein bisschen rein. Und nehme das so als Highlight und so ein ganz bisschen zum Ausblenden. Und da muss man eigentlich wirklich nicht viel blenden, weil diese Lidschatten wirklich nicht schlecht sind. So, das Ganze auf der anderen Seite auch nochmal. Tut mir total leid, dass ihr wahrscheinlich nicht seht. So. Dann nehme ich jetzt nochmal meine E55 und nehme nochmal dasselbe Blau, was ich gerade hatte. Und mache das so ein bisschen am unteren Wimpernkranz. Und verbinde das hinten, also mit der Farbe aus der Lidfalte. Oh, mir Rückenschmerzen. Und verblende das halt so ein bisschen mit der Farbe aus der. Verbinde das mit der Farbe aus der Lidfalte und dann geht gerade tatütata. Die sind immer super praktisch, wenn man Videos dreht. Tatütata. So, das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Könnte man mit dem anderen Pinsel nochmal und in den Augenwinkel praktisch den Augenwinkel nochmal so ein bisschen highlighten. Ich habe mir die bescheidenste Sitzposition, glaube ich, rausgesucht. Achso, nee, den Spiegel brauche ich ja noch. So, das war es lidschattenmäßig. Wie gesagt, es ist jetzt leider nichts super mega Spannendes geworden. Aber wie gesagt, es ist Sonntag. Ich habe total rumgetrödelt. Und wie gesagt, dann der Zeitumstellung. Ist noch ein bisschen Blush. Das ist aus dieser Essence Cherry Blossom LE, die Asian Sensation, benutze ich im Moment jeden Tag. Ich muss schon so ein bisschen lächeln wie so ein Vollidiot. Und dann geht das von ganz alleine. Ich finde uns auch mit diesem Blush kann man sehr schwer over blushen, weil es wirklich sehr, sehr schön ist und sehr hell und nicht so kräftig. Und deswegen finde ich das sehr, sehr schön.
kann ich mir jetzt eben schnell noch die Wimpern tuschen. Das ist die, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, die Lash Balm von P2. Hab ich ewig herumliegen gehabt. Und aber nie aufgemacht und nie benutzt und so. Deswegen, die hat halt so lustige Nüppel. Macht aber auch nichts, also die macht. Macht ganz schöne Wimpern, aber. Also ich sag mal, sowas Sensationelles ist die Wimperntusche jetzt auch nicht. Aber wie gesagt, ich kaufe mir nicht so oft Wimperntusche. Da ist mir wirklich aufgefallen, das ist so ein. So ein Make-up-Item, sag ich mal. Zwei Sachen gleichzeitig machen, ne? Ist auch nicht so. Ups. Also zwei Sachen gleichzeitig machen, so Wimperntuschen und dabei reden, ne? Ist nicht so meins, glaube ich. Jedenfalls bin ich jetzt nicht so der Wimperntusche-Junkie. Dass ich mir jetzt so 12 Millionen Wimperntuschen da hinlegen muss. Ist ja wahrscheinlich total bescheuert aus, oder? Jedenfalls bin ich nicht so der Wimperntusche-Junkie. Ich habe vielleicht, wenn es hochkommt, 6, 7 und Wimperntuschen oder so. Und die sind auch alle noch zu und unbenutzt. Und wie gesagt, die werden dann auch erst benutzt, wenn eine dann leer gegangen ist. Wie gesagt, meine eine, was heißt, wie gesagt, habe ich noch nicht gesagt. Eine Wimperntusche ist halt leer von mir leer gegangen, beziehungsweise die war so sehr ausgetrocknet und so alt. Die habe ich praktisch auf die Wimpern aufgetragen und dann ist sie hier runtergekrümelt. Was natürlich nicht so schön war. Und da war halt ein bisschen. War halt schade, ich mochte die Wimperntusche sehr gerne eigentlich, aber es ist eine japanische Wimperntusche. Da komme ich also so nicht dran. Aber wie gesagt, ich habe ja hier noch ein paar ganz gute gefunden. Und so, dann Lippenstift. Wie gesagt, da ich jetzt heute nur zu meinen Nachbarn gehe, heute mal einmal nichts Rotes. Und zwar ist das I Am Sailing, die 02 von Essence aus der 50s Girls Reloaded LA. Das war dieser, dieser peachige. Ich habe auch den roten aus dieser LA, aber wie gesagt, ich wollte jetzt. Na. Wie gesagt, da ich jetzt gleich nur zu meinen Nachbarn gehe. Habe ich ein bisschen trockene Lippen im Moment, deswegen sieht das dann auch immer nicht so ganz hübsch aus. So, das war's. Ich hoffe, man kann so ein bisschen was erkennen. Auf meinen Wangen gar nicht, aber. Dafür kann man das auf den Augen erstaunlich gut erkennen, was? So. Gehen wir jetzt die Haare eben schnell föhnen. Und wie gesagt, also ich muss noch mal gucken, wie die Webseite hieß, wo ich die diese Paletten hergehabt oder wo ich die gekauft habe oder bestellt habe. Und ich glaube, die hieß www.cosmetic-flatrate.com oder .de, das weiß ich nicht mehr genau.
Und wie gesagt, also sieht zwar super billig aus und die sind auch sehr, sehr stark parfümiert und riechen sehr, aber für, ich weiß nicht, 5 € für 48 Lidschatten kann man da gar über die Qualität wirklich gar nicht meckern. Also ich bin schwer begeistert, muss ich ehrlich sagen. So, ihr Süßen. Das werde ich jetzt noch eben schnell hochladen. Und wünsche euch noch einen geruhsamen Rest Sonntag. Und ich habe meine Brille nicht auf, deswegen sehe ich das nicht so. Habe ich meine Brille überhaupt? Jetzt kann ich auch was sehen. So, ja, wie gesagt, das war's. Ich weiß, die Lichtqualität und so ist alles so ein bisschen unter aller Würde, aber ich hoffe, ihr konntet trotzdem ein bisschen was erkennen und es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.